Ja, moin moin Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Destiny, oh yeah. Und heute befinden wir uns wieder mal auf der Erde und wir möchten gerne diese Mission machen. Und was ist das hier endlich? Die Hölle der Teufel, aha. Und wir haben übrigens hier 1 von 5 Schatztruhen gefunden. Das heißt, eine Schatztruhe haben wir tatsächlich gefunden, da habe ich, weiß ich noch, irgendwo da am Rand. Es ist schön, dass uns das angezeigt wird. Frage ist, können wir das jetzt wöchentlich nur 5 Kisten finden oder so? Ich weiß es nicht. Naja, wir nehmen jetzt die letzte Anlage von Altrussland. Level 6 Story. Den Rest muss ich, glaube ich, nicht vorlesen, das ist ganz klar. Und wir starten einfach mal auf normal. So. Jetzt müssen wir aber kurz noch den Ladebildschirm überleben. Ich glaube, mein Handy hat gerade ein paar seltsame Töne gemacht. Ich mache das so kurz aus. So. Handy ist aus, alles ist gut. Und wir begeben uns jetzt mitten in die Mission. Es gibt Berichte über ein Hüterteam, das bei der alten Himmelswacht verschwunden ist. Sie waren auf einer Mission für den toten Orbit. Hatten Codes für eine versteckte Satellitenanlage, die uns mit anderen Kolonien im System verbinden könnte. Wenn wir ihre Geister finden, können wir die Anlage vielleicht öffnen. Okay. Tote Kollegen sollen wir also suchen, ja? Das kriegen wir hin. Die letzte Spur der Geister deutet auf die Himmelswacht hin. Suchen wir dort, ob wir sie finden können. Himmelswacht, ja? Okay, so verbeugt man sich übrigens. Also war jetzt nur aus Versehen. So, da haben wir unseren Sparrow und jetzt reisen wir mal kurz dahin, wo der Tibi uns hin haben möchte. Wham! Ach ja, so ein Sparrow ist schon ganz cool, ne? Aber ich weiß jetzt nicht, ist er schneller als die normalen? Keine Ahnung, was sagt ihr? Besitzt ihr Destiny? Könnt ihr mir sagen, wie schnell euer Sparrow ist? Ich bin noch gar nicht Sparrow gefahren. Das ist jetzt das erste Mal, dass ich wirklich Sparrow fahre. Ah, legt mich doch. Ich muss hier hoch. Gibt's doch nicht. So. Au, scheiße. Das war ein bisschen doof. Und hier haben wir ein bisschen Besuch. Da knallen wir ein bisschen erstmal die Köpfe weg. So. Friss meine Granate, du. Oh, mit der Granate funktioniert es ganz gut, die Captains auszuschalten. Vielleicht sollten wir es beibehalten. Das wäre auf jeden Fall eine schöne Nummer. Gut, die sind auf jeden Fall kopflos. Und sollen wir jetzt hier rein, oder wo sollen wir hin? Ne, da kommen wir zurück. Hä, hey, hier ist ja gar nichts. Wir sollen hier entlang. Ah, okay, das ergibt natürlich Sinn. Das ist gut. So, hier muss doch irgendwo ein toter Geist sein, soweit ich mich erinnere. Nur wo? Oder war es doch nicht hier? Durch diese Scharbrotstätte. Die Vorhut sagt, dass sie nun an die Oberfläche kommen und die Gefallenen in Schach halten. Aha. Was hat das zu bedeuten? Oh. Wir sind wieder ein Schargebiet. Ich muss sagen, die Schar liebt ja die Dunkelheit, deswegen sind die auch auf dem Mond. Und ich glaube, das gehört denen. Sind das so eine Art Eier oder so? Okay, kaputt machen kann man sie nicht. Wahrscheinlich sind das Kinder, deren Kinder. Weil Kinder kann man ja nicht erschießen. Das ergibt auch Sinn, aus dem dampfen ihre Kinder und stinken. So, dann schauen wir mal, wer hier alles so lebt. In der Finsternis. Hallo? Jemand zu Hause? Ich sehe hier niemanden. Oh, mein Radar sagt was. Wir müssen tatsächlich hier hoch. So, weg mit dem Puppes. Ah, da ist noch einer. Na komm. Alter, dieser Cheater, ne? Lässt sich einfach nicht treffen. Ist ja unglaublich. Ist mal wieder meine Helomanie im Nahlademodus und. Na, jetzt. Alter. Versteckt er sich einfach. Kurz bevor er umkippt. Huch. Ich glaube, da kämpft jemand gegeneinander. Ja, man muss sagen, die Gefallenen und die Schar kämpfen einander. Die sind nicht Freunde.
Frage ist nur, warum sind die keine Freunde? Warum gibt es hier mehrere Fraktionen, die gegeneinander kämpfen? Ich weiß es nicht. Na komm, verzieh dich. Den Kampf haben wir auch und... Ja. Den zerfleischen wir mal kurz in Stücke. Ja, wie viele sind hier nur noch? So, ein Kopf. Na, warte. Okay, das war kein Kopf. Scheiße. Huch, meine Ulti ist bereit. Wann habe ich meine Ulti zuletzt eingesetzt? Oh, ein Captain. Na, mein lieber Captain. Wie geht's dir heute? Bist du heute schon mal erschossen worden? Ich glaube nicht. Weil du noch lebst. Hey, komm zurück. So, das war's mit ihm. Was? Okay. War das nicht gerade der Captain, den ich getötet habe? Ne, macht nichts. So, lass mich nachladen. Das ist sonst unfair. Unfair. Haha. Alter, hör auf, hier rumzulaufen wie so ein Idiot. Alter. Jetzt reicht's mir. Es reicht mir. Scheiß auf den Kopf. Ich schlitz ihm die Kehle durch. Gar kein Problem. Wer mich hier verarschen will, ne? Der kriegt richtig aufs Maul, Freunde. Der kriegt richtig aufs Maul. Wir sehen uns hier nochmal ein bisschen um. Kann sein, dass wir irgendwo hier noch einen toten Geist finden oder eine Truhe oder irgendwas. Und, eine Truhe. Sehr schön. Wir haben eine Baron R irgendwas gefunden, ja? Ah. Wir haben eine schöne, fette Wumme gefunden. Oh ja, mal kurz nachladen, sicherheitshalber. Wer weiß, wann wir es brauchen, ne? Hauptsache, wir laden einmal kurz vorher nach. Wo soll ich jetzt hin? Hallo? Ich registriere die Geister. Sie sind zwischen ein paar Gebäuden, gar nicht weit weg. Geht klar. Dann suchen wir die mal, die Jungs. Huch, wie kommen wir hier wieder raus? Die Geister sind noch hier. Die Gefallenen haben sie. Hallo. Ich hoffe, der sieht mich nicht. Okay, ist zu spät. Ich muss ihn nur schießen. Na komm. Geht doch. Ja, was hat denn der verloren? Was hast du da verloren, mein Freund? Tod. Sensormobile. Such weiter. Siehst du das? Was ist das? Ein Event? Wo was ist das? Warte, das könnte ein Problem sein. Was du nicht sagst. Und was passiert hier gleich? Gehört der zum Event? Okay, du bist der Boss. Oh. Das ist nicht gut. Jetzt müssen wir, glaube ich, hier ein bisschen durchhalten. Ah, oh Gott. Okay, kein Problem. Wir verpassen den einfach ein paar Headshots und ist alles gut. Da haben wir einen. Da, wupp. Da ist schon mal der erste. Da wäre der zweite jetzt der Zoll. Okay, den wollte ich gar nicht erschießen, aber den haben wir trotzdem erschossen. Alles gut. Wir müssen nur cool bleiben und das Ding verteidigen. Ha! Huch, wo kommt ihr denn her? Was zum... Was geht hier ab? Hilfe! Oh Gott. Hallo? Ich treff den nicht, ne? Moment. Sniper gut, alles gut. Oder ich helfe dem hier erstmal auf der Seite. Das wäre auf jeden Fall eine gute Idee. Oh Gott. Das werden langsam zu viele hier. Gib meine Granate. Oh, das nächste. Komm schon, Edgert. Oh mein Gott. Ich bin low. Beschütz mich bitte. Holy shit. Das war knapp. Okay, kein Problem. Was ist das denn für ein Ding?
Wie krass bist du denn drauf? Ich richte halt erstmal so ein fettes Schild und was schießt er auf mich, verdammt. Oh mein Gott, ich bin halb tot. Mist. Okay, ich bin wieder da, er hat mich wieder belebt. Wir müssen was gegen diesen Typen tun und ich bin wieder tot. Ich glaube, wir sind beide tot, oder? Okay, laufen wir nochmal schnell hin. Holy shit, okay, ich kann da nicht reinlaufen, sonst werde ich einfach abgeknallt wie so ein räudiger Hund. Oh Gott, die schießt auf mich. Nein, nein, nein. Okay, ich bin wieder tot. Ich bin wieder tot. Ja, Freunde, wie machen wir das jetzt? Ich möchte das Event auf jeden Fall abschließen. Das heißt, ich glaube, wir müssen im Kreis sein, währenddessen sich das abschließt, ja? Kümmern wir uns erstmal um die Hexen. Vielleicht sollten wir ein Stück näher ran, um besser sehen zu können. Ach, leck mich doch, ey. Oh Gott. Ja, ich darf hier nicht langlaufen. Das ist nicht gesund für mich. Aber ich musste unbedingt in den Kreis rein. Und ich habe nicht mehr viel Zeit. Oh, verdammt, wie soll ich denn da reinkommen? Okay, wir laufen am besten einmal rum. Das ist nämlich Plan B. Fast geschafft. Nur noch ein bisschen. Ja. So, wieso nicht gleich meine Ulti zünden? Hätte es so einfach haben können. Gut gemacht. Oh, rechtzeitig geschafft. Ja. Da war ich einfach mal tot. Arschlöcher. Hab mich fünfmal getötet. Ich hab mitgezählt. So, was jetzt? Wir sammeln erstmal den ganzen Loot hier ein. Der hier hat die Codes. Los, sehr schön. Suchen wir die Anlage. Ich nehme an, die Anlage ist dieser leuchtende Punkt da hinten. Könnte auch falsch liegen, aber bevor wir da hingehen, möchte ich gerne ein bisschen was erkunden, denn ihr kennt mich ja, Freunde. Ihr kennt mich. Der Zero erkundet am liebsten alles Mögliche. Alles und jeden tut er erkunden. Schauen wir mal, was das hier für ein schleimiger Ort ist. Ich glaube, das Gebäude gehört den, Gefallenen? Ich weiß es nicht. Was geht hier denn für eine Musik ab, sag mal? Okay, hier ist nichts. Nicht mal ein Gegner, gar nichts. Ja. Nichts. Kein toter Geist, keine Truhe, gar nichts. Na, gehen wir mal zurück. Okay, die sind wieder neu gespawnt alle. Das ist nicht gut. Nimm dies! Brenne, Abschaum! Oder explodiere teilweise auch. Hauptsache, verschwindet. Jetzt komm. Geht doch. So, jetzt schnell weg, bevor die wieder neu spawnen. Oder wir sind vielleicht einfach nur in einen anderen Bereich gekommen. Das klingt logisch, wo andere Spieler rumwuseln. Na komm. Jetzt. Danke. Rüstung. Erstmal schön einen aufs Maul geben. Ha. Aber die Frage ist natürlich, was zum... Okay. Wo müssen wir jetzt hin? Ah, ihr seid schon wieder neu gespawnt, ne? Das ist nicht euer Ernst. Dankeschön. Na, jetzt... Oh Mann, ich hab viel zu langsam gezielt, ey. Moment, ich komme einfach von hinten und dann BÄM! Ups, das war der Kopf. Dies wäre der Kopf. Oh Gott, was? Wo? Hä? Willst du dich verarschen? Komm her! Das
so schön eins aufs Fressbrett geben. So ist gut. Dann rennen wir mal hier hoch. Ich glaube, hier hoch müssen wir. Bin mir da nicht so ganz sicher. Wir gucken mal nach. Ah, wir müssen hier rein. Ey, hört mal bitte auf, neu zu spawnen. Das ist nicht nett. Außerdem ist das schlecht für eure Gesundheit, wenn ich euch den Kopf abhaue. Da bist ihr. Okay, das hätten wir erledigt. Ab in die Tiefen. Mal sehen, was uns hier erwartet, Freunde. Vielleicht ein bisschen Apfelsaft. Oder ein Knusperhäuschen. Ich weiß es nicht, hä? Okay, wir sind wieder rausgekommen, seltsamerweise. Na, gucken wir mal hier, vielleicht, das sieht so auffällig aus, hier muss irgendwas versteckt sein. Na komm, Doppelsprung. Sehr schön, aber hier ist nichts, nicht mal hier am Rande. Und da unten ist übrigens auch nichts. Ich wusste gar nicht, dass man hier selbst begehen kann. Gut zu wissen, Freunde, gut zu wissen. Jo. Dann lass uns mal Richtung Ziel laufen. Geister und Hüter sterben wie niemals zuvor. Wir müssen das beenden. Die Steuerung der Satellitenanlage ist im nächsten Sektor. Oh, eingeschränkte Spawn-Bereiche. So, erstmal vor Schrecken Headshot gegeben. Ja, das ist der Zero. Wenn er sich erschreckt, dann landet der Headshot ohne Ende. Achso, ich dachte, hier wäre eigentlich noch ein Gang gewesen, aber da ist keiner. Das heißt, wir können nur den einen Weg gehen. Und hier gibt es auch immer noch nichts zu finden. Wir haben schon lange keine Truhe mehr gefunden. Schon ewig nicht mehr. Ich glaube, vor 50 Folgen haben wir zuletzt was gefunden. Alter, was bist du denn? Wie heißt der bei Star Wars nochmal? General Tulo oder so? Der sah gerade genau so aus. Na komm, du hast nur zwei Schwerter, ja? Hau ab! Oh Gott, mir wird mal ganz schlecht vom Drehen. Okay, was wollte ich jetzt machen? Genau. Wir schauen uns mal die Waffen an. Und da haben wir nämlich, ja... Weiß nicht. Nichts Tolles. Die können wir eigentlich wegschmeißen, ne? Sehr schön, sehr schön. Verzieh dich. Danke. Alle nerven die Jungs, ne? Wo müssen wir jetzt hin? Da ist ein Ausgang. Ich will nicht zum Ausgang. Laufen wir mal raus, mal gucken. Nähern uns der Steuerungsstation. Das ist sie. Wo? Das sind erstmal nur kleine Idioten, die mal richtig schön abgeschossen werden wollen. Aber nicht das, was ich suche. Alter, ich treffe den Kopf nicht. Ich treffe einfach den Kopf nicht. Hier, nimm die Granate. Vielleicht gefällt dir die viel besser als meine Kugel. So, weg. Huch, was habe ich da aufgesammelt? Achso, normale Munition. Ich wollte gerade sagen, was leuchtet mein Bildschirm hier? Oh, Grimbo freigeschaltet. Gefallene, Rang 1. Ist nicht dein Ernst, oder? Oh, ich treffe den nicht. Oh Gott, ich treffe hier gar nichts heute. Okay, im Sprungschießen ist übrigens nicht so leicht. Aber den Kopf haben wir abgejagt. Alter, verzieh dich. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Puh, das ist mir ein bisschen zu wenig Leben für meinen Geschmack. Da muss Abhilfe schaffen. Oh mein Gott, wo kommen die alle her? So, no, verpiss dich auch mal. Es ist nicht nett von euch.
Oh Gott. War es das? Wer ist hier noch? Ah, da haben wir noch einen. Im Sprung zu schießen ist so sauschwer und wir haben ein Level Up. Oh yeah. Hier ist da noch einer. Das weiß ich noch. Ah, da hinten bist du ja. Warte, noch einer. Wie gut, dass sie zu blöd sind, um in Deckung zu bleiben. Eigentlich könnten sie auch da warten, bis ich um die Ecke baue. Nein, die müssen sich natürlich erkundigen, wo ich bin. Und gucken raus. Und dann kassieren sie den Headshot ihres Lebens. Man kann nur einen Headshot kriegen, so. Ja, dann kriegen sie halt den Headshot des Tages. Keine Ahnung. So. Wurfmesser haben wir freigeschaltet. Das ist awesome. Ich liebe ja Wurfmesser in Spielen. Na, gucken wir mal. Das ist die Granate. Wie wirft man ein Wurfmesser? Nein, so verbeugen wir uns. Hä? Ah, so wirft man. Okay. Sehr schön. Dann habe ich das drauf. Oh mein Gott. Unsichtbare? Wie soll ich eure Köpfe treffen, wenn ihr unsichtbar seid? Das ist nicht fair. Na komm. Wollen wir unsere Basis wirklich testen? Wenn dann am Captain. Wenn dann am Captain. Ich glaube, ihn hat es zerfetzt. So, hier ist aber noch ein anderer. Der ist weg. Und dann untersuchen wir nochmal den Raum hier. Es kann natürlich sein, dass hier irgendwo ein toter Geist ist oder eine Truhe. Die möchte ich auf alle Fälle haben. Nee, hier ist leider nichts. Schade eigentlich. Na gut, gehen wir weiter. Das ist die Steuerung. Bring mich rein, dann prüfe ich, ob die Codes noch funktionieren. Geht klar, Boss. Okay, kommunizierende Kryptosysteme. Kennsatzbasierte Sicherheitscodes verifiziert. Es funktioniert. Da draußen, die Anlage. Sie öffnet sich. Oha. Unglaublich. Sie wird aktiviert. Und das bedeutet für uns? Abschiffe der Schar? Los, auf sie! Okay, gegen die Schar kämpfen. Mach mich doch glatt. Okay, wo sind die denn? Ah, da sind sie doch. Holen wir unsere Sniper raus, ballern sie einzeln ab und oh Gott, die sind ja sehr schnell unterwegs. Holy shit. Oh, ne Hexe, ne? Ah, ist nicht dein Ernst, Hexe. Das ist nicht dein Ernst. Verzieh dich! Niemand mag dich. Und dich auch nicht, komm. Nein. So, ist hier noch irgendwas? Haben wir es geschafft? Nein, ich glaube ja nicht. Das ist doof. Die haben wir noch mal kurz weg. Vielleicht haben wir es danach denen geschafft. Oh Gott. Komm bitte nicht näher. Komm bitte nicht näher. Dankeschön. Was zum... Die habe ich gar nicht... Oh Gott. Auf mich zufliegen sehen. Was zum... Alter. Krass. Wo kam der denn her? Oh Gott. Oh Gott, habe ich mich erschrocken. Oh. Okay, eine Handvoll Gegner sind noch hier. Oh Gott, von hinten. Nein, oh. Lass mich in Ruhe. Krepiere einfach nur. Oh. Grimmer Fortschritt. Oh, die Schar. Kills Rang 1. Wir müssen hier eigentlich nur überleben, bis unser Typ fertig ist. Und das war's. Ich hoffe, er ist bald fertig. Dude, wirst du langsam mal fertig da? Ich dachte schon, ich steck fest, Alter. So, weg mit euch allesamt. Oh. Okay, fast ein Schuss, fast ein Treffer. Das ist eine gute Bilanz, die sollten wir verbessern. Laden wir erstmal nach, für den Fall der Fälle, dass gleich nochmal so ein Decker kommt. Weißt du was, nimm hier meine Granate. Und freu dich deines Lebens. So. Och man. Ich wollte auf den Wurfstern treffen. Wurfstern sage ich schon. Kampfmesser. Okay, kein Problem. Wo kommst du denn her? Ich mag eigentlich keinen Besuch auf meinen Seiten. Verzieh dich. Niemand mag dich. Und ich auch nicht. Hallo, jetzt krepier. Oh
Oh Gott, das sind zu viele. Stirb, bitte. Oh Gott. Oh Gott, stirb einfach nur, stirb. Bitte. Oh nein, ich muss nachladen. Mist, ich bin sowas von tot. Oh, das hat gefunktioniert. Aber ich muss jetzt nachladen. So. Ich glaube, wir haben es gleich geschafft. Oh nein, ich wieder so ein Penner, ne? Kein Problem. Unsere Ulti und dann BÄM. Okay, einen Schuss habe ich noch. Nein! Ich habe doch noch einen Schuss, den muss ich noch loswerden. Och Mann. Dreck. Na, gucken wir mal an, was uns unser Geist zu sagen hat. Dieser Hildenanlage wird von Rasputin gesteuert, dem letzten Kriegsgeist. Er lässt mich nicht rein. Aber er ist mit Verteidigungsstrukturen im ganzen System verbunden. Es könnte da draußen etwas geben. Etwas, das uns hilft, die Dunkelheit genauso zu überleben wie Rasputin. Oh yeah. Okay, Rasputin müssen wir also suchen, ja? Na gut. Was haben wir bekommen? Ein dunkler Typ 21. Aha. Ja, Freunde, ich würde sagen, das war's dann für heute und wir sehen uns morgen wieder. Haut rein, euer Zero. Tschüss.